EMI Controls. Diese Marke steht für Produkte, die Staub unter Kontrolle bringen. Dabei bietet das Unternehmen mobile oder fixe Lösungen zur Staubbindung im Abbruch, Tagebau, Recycling sowie in der Industrie. Wir stellen auf der Nordbau zwei Staubbindegeräte aus. Zum einen die V12, die Turbine, die wir am längsten schon in Produktion haben. Das sehr, sehr erfolgreiche und das erfolgreichste Gerät, denke ich, überhaupt auf dem Markt ist. Die V12 ist entwickelt worden seinerzeit für den Abbruch in erster Linie. Sie hat eine sehr gute Wurfweite aufzuweisen, ideale Tropfenmenge und Größe und Wassermenge für den Abbruch in erster Linie. Auf der anderen Seite sehen Sie das neueste Produkt aus dem Hause EMI Controls Technoalpin, die sogenannte Lanze L3, die wir speziell für den Nahbereich entwickelt haben. Die Lanze ist ein sehr flexibel einsetzbares Gerät, das wir gedacht haben, speziell für Brechanlagen, Siebschaufen, alles, wo ich mit einer Großmaschine praktisch überdimensioniert bin. In diesen Bereichen können Sie exzellent mit dem handlichen, flexibel einsetzbaren Gerät L3 arbeiten. Diese beiden Maschinen sind sozusagen das kleinste Gerät, das wir im Moment führen. Es gibt ein Gerät dazwischen, die V7, die auch schon eher für Nahbereiche bzw. Staubsituationen im Recycling speziell eingesetzt wird oder oft eingesetzt wird, weniger im Abbruch auch, aber weniger. Dann kommt die V12 und es gibt dann noch ein viel größeres Gerät, die V22, die Wassermengen von 100 bis 1000 Liter ermöglicht und bei großflächigen Staubproblemen bzw. Staubsituationen mit sehr, sehr viel Staub eingesetzt wird.